Galaxien, das sind die Sterneninseln im Kosmos. Unsere Heimatgalaxie ist die Milchstraße. Sie gehört zur Klasse der Spiralgalaxien. Wenn man aber in die Tiefen des Alls blickt, findet man eine große Vielzahl von sehr verschiedenen Galaxien. Sie beinhalten zwischen 100.000 und einigen 100 Milliarden Sterne. Die mittlere Entfernung zwischen einzelnen Galaxien beträgt 1 Million Lichtjahre. Man kann die Galaxien grob in drei Typen einteilen. Da sind zum einen die Spiralgalaxien. Man erkennt sie an der flachen Scheibe mit den Spiralarmen. Sie beinhalten viele junge Sterne sowie erhebliche Mengen von Gas und Staub. Spiralgalaxien bilden ständig neue Sterne. Eine Variante der Spiralgalaxie ist die Balkenspiralgalaxie, die einen länglichen Balken aufweist. Die elliptischen Galaxien sind strukturlose Ellipsoide mit eher rötlichen alten Sternen. Sie bewegen sich auf vielen zueinander geneigten Bahnen. Eine geordnete Bewegung wie in den Scheiben der Spiralgalaxien findet man dort nicht. Elliptische Galaxien haben wenig Gas, neue Sterne bilden sich dort kaum. Schließlich gibt es noch die irregulären Galaxien, die keine symmetrische Form aufweisen. Sie sind oft das Ergebnis von Kollisionen von Galaxien. Durch die Gezeitenwirkungen während des Verschmelzens werden Sterne und anderes Material weit im intergalaktischen Raum verteilt. Zudem führen Dichtewellen häufig zu einer erhöhten Rate von Sternentstehung. Schon Edwin Hubble hat die verschiedenen Formen der Galaxien in Kategorien geordnet. Dieses Schema sortiert sie wie folgt: Elliptische Galaxien, die mit E0 bis E7 bezeichnet werden. Spiralgalaxien sowie Balkenspiralgalaxien. Die Bezeichnung klein a bis d gibt dabei die Öffnung der Spiralarme sowie das Verhältnis der Größen des Bulges und der Scheibe an. Die linsenförmigen Galaxien vom Typ S0 sind scheibenförmig, besitzen aber keine ausgeprägten Spiralarme. Und schließlich die irregulären Galaxien. Eine Erweiterung dieser Klassifikation wurde von de Vaucouleurs durch eine zusätzliche Klasse von intermediären Galaxien eingeführt, die in der Morphologie zwischen den Spiralen und Balkenspiralgalaxien liegt. Die Milchstraße ist nach aktuellen Erkenntnissen vom Typ SAB klein b bis c. Man unterscheidet zwischen inaktiven und aktiven Galaxien. Aktiv heißt dabei, dass das zentrale massereiche schwarze Loch kontinuierlich größere Mengen an Material akkretiert. Durch die große Reibung
heizt es sich enorm auf, sodass Strahlung von hoher Intensität und hoher Energie emittiert wird. Auch findet man häufig Emissionen von Radiostrahlung. Gleichzeitig werden häufig relativistische Jets aus heißem Plasma ausgestoßen, die beim Auftreffen auf intergalaktische Materie Schocks hervorrufen. Ein aktiver Galaxienkern, auch AGN genannt, kann ein Vielfaches an Leuchtkraft der Galaxie selbst besitzen. Daher gehören AGN zu den entferntesten Objekten, die wir beobachten können. Je nach Blickwinkel auf den AGN messen wir andere Phänomene. Daraus haben sich historisch unterschiedliche Objektklassen entwickelt, darunter beispielsweise Quasare und Seyfert-Galaxien. Heute geht man davon aus, dass diese Objekte lediglich verschiedene Aspekte von AGN darstellen. AGN bilden sich besonders oft, wenn Galaxien miteinander verschmelzen. Dies geschah im frühen Universum besonders häufig, da die Abstände zwischen den Galaxien noch geringer waren als heute. Daher finden wir auf kosmisch großen Entfernungen besonders viele dieser Objekte. Damit beschließen wir unseren Überblick über den Galaxienzoo. Wir produzieren mehrere solche Videos. Falls Sie sich auch in Zukunft über astronomische Themen informieren möchten, abonnieren Sie also am besten unseren Kanal. Über Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.